Ich sinn noch mal ein, logische noch mal ein, was es gilt, dem Menschen im Logischen weiß machen. Es gilt, das Wesen entdecken, das verdeckte Wesen vom Logischen. Wissen, dass Logik ein Seelennetz, Seelengebinde, nein, Seelenfeld. Ein Seelenfeld. Logik, ein Seelenwelt, ein Seelenfeld. Wörter, Teile, welche Feld schöpfen. Und nun sehe ich das Deutsche als eine deutliche Wesensart im Logischen, welche im Wörtlichen, im Namen klar deutlich macht, wo Mensch ist, was Mensch ist, wie Mensch ist. Ebenso, wer Mensch ist, solange Mensch in Wehrmächten verkehrt ist. Der wahre Held, der wahre Krieger, so Krieger zur Ware gemacht ist, landet der Held das Kriegerische im Ausverkauf. Oder eben auf Schlachtfeldern. Echte Lichtkrieger schlachten niemanden mehr, sondern kriegen das Licht klar, welches nämlich im Wörtlichen ist. So es gefällt ist, dann ist Mensch gefallen im Ist, im Wort. Schlittschuhläufer, Rummelsburger Bucht in Berlin, auf dem Wasser hockend. Also das Wesen klar machen, das im Worte ist. Grammatik versucht, das Wort zu erfassen. Also Fass abdichten, erfassen, also in erzwingender Form. Und all diese Staben, Buchstaben, Silben, Wortformen heißen etwas, haben eine Kraft. Solche Kraft deuten, wissen, macht deutlich klar sehen, was das Wortwesen weist dem Menschen, welcher im Wortwesen einstrickt ist. Und so Mensch verstrickt, verwest Mensch, so Mensch Wesenskraft erfassend benutzt. Also Wesenskraft einsehen, Wesenskraft lieben, deutlich deuten wissen, dann sendet Mensch so Wort, dass Mensch schöne Dinge kriegt. Amen.